Die Stimmung an den Aktienmärkten ist so bärisch, dass es doch eigentlich nur nach oben gehen kann. Das ist eine Erzählung, die wir immer wieder hören, die wir immer wieder lesen. Und dabei wird eine Grafik, die ich Ihnen gleich zeigen werde, als Beleg ins Feld geführt. Morgen ja wirklich die Berichtssaison mit den großen Tech-Werten in eine entscheidende Phase kommend. Heute mal wieder so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, hat man das Gefühl. Dünne Handelsvolumen. Es ist so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ein Range-Handel nach oben ein bisschen, dann wieder ein bisschen nach unten. In der Summe passiert nicht so wahnsinnig viel und wir schauen uns mal an, wie bärisch die Stimmung wirklich ist und warum wir es offenkundig mit voll investierten Bären derzeit zu tun haben. Das ist die Grafik, die ich hier meine, nämlich die spekulativen Short-Positionen im S&P Future, der vor allem von Hedgefonds hier gehalten wird, aber man vergisst dabei leider dazu zu erzählen, dass die Hedgefonds laut Aussagen, laut Analysen von Goldman Sachs zu 188% Gross und 51% Net Long sind, also Netto Long. Das entspricht der 98. Perzentile oder eben dann netto der 83. Perzentile. Also da ist von einer wirklichen Short-Positionierung überhaupt nichts zu sehen. Diese Short-Positionen im S&P 500 Future dienen offenkundig vielen zur Absicherung, vielleicht auch Fonds zur Absicherung, die eben, naja, in einzelnen Aktien nicht short gehen können und nur so die Chance haben, ihr Portfolio abzusichern. Also man muss diese Grafik einfach in diesem Zusammenhang sehen und alles andere grenzt schon an Fake News, würde ich sagen. Zumal wir eben im ersten Quartal wieder extrem hohe Zuflüsse gesehen haben. 788 Milliarden Dollar sind entweder in US-Aktien oder in US-ETFs geflossen. Wir waren nur zweimal ein bisschen höher, das war im ersten Quartal 2021 und 2022, da waren es jeweils 800 Milliarden Dollar. Also wenn da so viel Geld zufließt, dann kann die Stimmung nicht so bearish sein, dann sind also viele offenkundig ja irgendwie Positionen eingegangen und das zeigt sich ja dann auch gleich in der Performance vieler Werte, die wir hier gesehen haben. CTAs, Vermögensverwalter, Commodity Trading Advisors, sind schon maximal Oberkante, Unterkante, Long. Das heißt, die müssten, wenn etwas nach unten geht, dann eben auch verkaufen, meistens prozyklisch unterwegs, diese CTAs. Das heißt, sie kaufen, wenn es nach oben geht und gehen Short, wenn es nach unten geht. Und hier sehen wir von der Bank of America vielleicht zwei Grafiken, die das Ganze so auf den Punkt bringen, diese Widersprüchlichkeit. Da sagt die Bank of America, unser Sell-Side-Indicator ist weitere 7 Basispunkte nach unten gekommen. Wir sind jetzt kurz vor einem konträren Buy-Signal, also die Stimmung sei angeblich so negativ, dass das fast schon kontraindikatorisch sei, aber auf der anderen Seite von derselben Bank of America zeigt sich der mit Abstand most crowded, also am meisten überfüllte Trade, könnte man sagen. Das, was die allermeisten machen, ist Long Big Tech Stocks, also eben eine Apple, eine Microsoft und wie sie alle heißen. Und so ist es kein Zufall, dass gerade diese Aktien besonders stark gestiegen sind. Hier mal die Performance aus dem ersten Quartal, also 1. Januar bis Ende März. Da sehen wir eine Nvidia mit 90% Anstieg, eine Meta 76%, selbst Tesla 68% gestiegen, obwohl der Siegeslauf jetzt vorbei zu sein scheint. Heute 3% im Minus, dann haben wir eine AMD, wir haben an 29. Stelle eine Apple, immerhin 29. Platz unter 500. Also sehr viel Big Tech und dann schauen wir uns mal die Sektoren an. Im ersten Quartal Technology-Sektor im S&P 500 21,65% gestiegen, weil eben alle so super bärisch sind offenkundig. Und wenn wir uns mal die Verlierer anschauen, dann sind das vor allem die Finanzwerte und Energie. Finanzwerte minus 5,56%, aber auch unter den 6 schlechtesten Aktien, die es gibt, sozusagen sehen wir 5 Banken, nämlich Signature, Silicon Valley Bank, First Republic, Science und Charles Schwab. Also ganz klar im Bereich Banken, da sind alle total bärisch. Im Bereich Tech, da sind alle total bullisch. Und jetzt haben wir ja diese Berichtssaison in Sachen Tech, die morgen mit Microsoft und Apple dann wirklich startet. Wir sehen hier eine Apple weit über 20% im Plus, eine Microsoft etwa 20%, eine Google 20%, eine Amazon deutlich im Plus. Meta, wie sie alle heißen, alle deutlich im Plus, das ist also so bärisch,
Da haben alle vorher aufgrund der bärischen Stimmung so verkauft, dass jetzt diese Pluszeichen zustande kommen. Verstehe ich irgendwo nicht. Ich verstehe auch nicht, warum gerade diese Aktien so gut gelaufen sind, wenn wir sehen, dass im ersten Quartal die Global Chip Sales, also praktisch die Halbleiterverkäufe, wenn man so will, das Computerindustrie, Smartphone und so weiter, praktisch so stark gefallen sind, zum Vorjahr mit minus 20,7%, wie noch nie seit der Finanzkrise praktisch. Also da ist etwas sehr, sehr gut gelaufen, und wenn wir diesen Grafiken hier glauben, diesen Zahlen glauben, dann dürfte das mit der Nachfrage doch relativ schwierig werden. Und so handelt eben dieser Sektor, nämlich Technology im S&P 500 mit einem 25er Forecast Earnings, also praktisch einem zukünftigen Kursgewinnverhältnis von 25. Wenn das Sinn machen würde, oder das kann nur Sinn machen, so eine Auswertung von Bloomberg, wenn die Fed die Zinsen um 3% in diesem Jahr senken würde, das ist aber viel mehr als selbst die Fed Fund Futures einpreisen, die ja davon ausgehen, dass die Fed 2 oder 3 Mal die Zinsen senken wird, aber eben nicht um 300 Basispunkte, also 3%, dann wäre man ja um und bei 2% am Jahresende. Also die Aktien sind gestiegen, obwohl eben die Zinsen auch deutlich gestiegen sind. Und schauen wir uns mal an, wie es jetzt ist, weil viele ja den Bullenmarkt ausrufen. Schauen wir uns mal die Marktbreite an und vergleichen das mit den ganz starken bullischen Erholungen nach Platzen der Dotcom-Blase und nach der Finanzkrise. Damals hatten wir eine überragende Beteiligung vieler Aktien. Da hatten wir teilweise 50, 60% der Aktien, die ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht haben, also praktisch den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht haben. Jetzt haben wir gerade mal 4% der Aktien im S&P 500. Das zeigt, wie abhängig eben diese Märkte von diesen Dickfischen aus dem Tech-Bereich sind. Wenn die nicht liefern, dann wird es unschön in dieser Woche, ja, wahnsinnig viel zahlen. Heute Coca-Cola, aber ansonsten nicht so wahnsinnig viel Relevantes. Das wird sich morgen ändern mit Microsoft und Alphabet, am Mittwoch Meta und am Donnerstag Amazon. Insgesamt berichten in dieser Woche Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden Dollar oder 42% der Marktkapitalisierung werden in dieser Woche jetzt berichten. Wenn nächste Woche dann Apple noch durch ist, dann wäre es das weitgehend schon gewesen. Jetzt gucken wir uns mal die bösen Skeptiker an. Morgan Stanley, Mike Wilson, der ja 2022 sehr richtig lag, jetzt immer noch sagt, das ist eine Bärenmarkt-Rallye. Der Mann kommt auf jeden Fall ins Fegefeuer. Das wird nichts direkt mit dem Himmelseintritt. Der sagt einfach, es gibt Risiken aufgrund eben der sich verschlechternden Gewinnsituation. Hier sehen wir blau, dass eben die Earnings und die Margins zurückgehen, rückläufig sind. Und warum sind die Aktienmärkte gestiegen im ersten Quartal? Oder ja, bis zuletzt jetzt haben sich sehr, sehr gut gehalten, weil eben die Märkte glauben, dass die Fed die Zinsen deutlich senken wird. Aber sie verkennen, glaube ich, deswegen ist man auch short im Dollar, oder sind viele sehr, sehr short im Dollar. Ich glaube, man verkennt aber das, was Samiana hier sagte von Wells Fargo. Die Fed möchte unbedingt vermeiden, ihren anfänglichen Fehler, die Inflation als vorübergehend zu bezeichnen, zu wiederholen, indem sie jetzt die Inflation vorzeitig für tot erklärt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und die Fed selber hat das immer wieder gesagt, oder Vertreter der Fed wie Jerome Powell oder andere, die gesagt haben, in den 70er Jahren, da haben wir zu früh sozusagen die Zinsen wieder gesenkt und dann waren wir im Schlamassel, weil dann die Inflation schnell wieder gestiegen ist. Also die Fed wird alles andere tun, als in irgendeiner Form ohne sehr, sehr, sehr triftigen Grund die Zinsen zu senken. Dementsprechend stellt sich dann wieder die Bewertungsfrage. Das macht mich extrem skeptisch für diese Märkte. Und manche Hedgefonds sehen das ähnlich so, die wetten gegen Staatsanleihen, die gehen also short in neue Staatsanleihen, weil sie davon ausgehen, dass erstens die Inflation hartnäckiger ist und zweitens dann die Fed eben nicht die Zinsen so senken wird. Deswegen spekuliert man auf fallende Anleihekurse, mithin also auf fallende Renditen für US-Staatsanleihen. Aber wir haben dieses Bankenthema. Das ist etwas, was natürlich an einem neuralgischen Punkt des Finanzsystems der Fall ist. Jetzt hatten wir die Abstufung von Moody's für 11 Regionalbanken.
unter anderem Western Alliance, Bancorp, wie sie alle heißen. Das wird den Druck auf diese Banken erhöhen, wahrscheinlich ihre Refinanzierungskosten erhöhen, weil praktisch sie eine schlechtere Einstufung einer Ratingagenturen haben und sie werden dadurch auch wahrscheinlich weniger Kredit vergeben können und wollen. Und hier sehen wir mal den Bankenindex, der sich überhaupt nicht wirklich nachhaltig erholt hat. Es gab ja diesen Crash nach der Pleite der Silicon Valley Bank, dann der Versuch einer zittrigen Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde. Das geht jetzt aber nach unten und hier auf CNBC heute ein sehr gutes Interview mit Jason Trenert, der sagt, unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession, weil eben die Banken weniger Kredite vergeben werden. Und natürlich wird die Fed irgendwann darauf reagieren, aber weil sie so gepolt ist, dass sie sagt, hey, wir wollen nicht den Fehler aus den 70er Jahren machen und wir wollen nicht wieder zu früh jetzt praktisch eine Geschichte beenden, die wir zu spät begonnen haben, also werden wir warten. Und diese Zeitlücke zwischen einer sich deutlich abkühlenden bis in die Rezession fallenden Wirtschaft und der Reaktion der Fed darauf, das ist aus meiner Sicht die schwierige Zeit für die Aktienmärkte. Und wie schwierig die Lage ist, das sehen wir heute beim Dallas Fed Manufacturing Index, praktisch ähnlich wie der Philadelphia Fed Manufacturing Index oder auch der New York Empire State Index. Nur hier aus der Region Dallas wird an den Märkten weniger beachtet normalerweise, aber ist eigentlich gleichwertig. Da haben wir jetzt 12 Monate in Folge einen Rückgang, war schlechter als erwartet vor allem, aber die Prices and Wages sind gestiegen, also die Einkaufspreise, die Löhne sind gestiegen und das ist genau das Problem, das die Fed hat. Wir können jetzt nicht einfach die Zinsen senken. Und dann eben die Frage auch, wie wird sich diese ganze Geschichte mit China weiterentwickeln? Auch dort der Konsum ziemlich schwach, wenn man genauer hinschaut. Und die USA haben jetzt Südkorea gezwungen oder wollen Südkorea zwingen, falls China in Reaktion auf die Chip-Exportverbote der Amerikaner Richtung Peking, dass man, wenn jetzt zum Beispiel China dann Micron ausschließen würde, boykottieren würde, dass Südkorea dann nicht einspringt, um die Lücke in China zu füllen. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, harte Bandagen auch gegenüber der Credit Suisse, die heute ihren letzten Quartalsbericht vorgelegt hat, der wieder ziemlich desaströs war. Man hat 69 Milliarden Dollar im ersten Quartal an Kundeneinlagen verloren. Schauen Sie mal diesen Bankrun an, den wir hier sehen. Das wird für die UBS noch ein ziemlich heißes Thema werden, für die Schweiz insgesamt, glaube ich. Und ein heißes Thema auch das, was derzeit so ein bisschen in Optimismus ertrinkt. Hier, wir hatten heute den IFO-Index. Der war schwächer als erwartet, ist aber 6-mal in Folge gestiegen. Allerdings sehen wir weiter eine schwache Entwicklung im Gewerbe und wie Jörg Krämer von der Commerzbank darauf hinweist, dass immer dann, wenn wir schnelle Zinserhöhungsphasen haben, dann nach durchschnittlich fünf Quartalen eine Rezession kommt und die kündigt sich schon ganz stark an, auch wenn Isabella Schnabelina sagt, ich habe keinen Grund an eine Rezession zu glauben, dass da diese Rezession auf dem Weg sei. Schauen wir uns mal die Kreditvergabe an. Dann sehen wir bei Verbrauchern stürzt die ab, bei Unternehmen stürzt die ab, Verbraucher minus 45%, Unternehmen minus 30% zum Vorjahresmonat. Also das geht nach unten und dass wir eine Rezession bekommen, dafür sorgen wir Deutschen ja persönlich durch unsere Politik schon mal selber. Hier heute ja die Lahmlegung von Teilen Berlins durch die letzte Generation. Und worum geht es denen? Die wollen letztendlich Kapitalismus und Marktwirtschaft abschaffen, weil sie sagen, der Kapitalismus hat dazu geführt, dass wir so viel CO2 emittieren. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind totalitäre Systeme, die immer umweltverschmutzender sind, die dreckiger sind. Der Kapitalismus sorgt für Effizienz teilweise, sodass da natürlich Wachstum entsteht, aber dann auch in der Regel eine Energieeffizienz entsteht. Wir haben das in der DDR gesehen, hier in Hamburg zum Beispiel, in der Elbe Baden. Das war absolut unmöglich. Jetzt gehen meine Kinder durchaus in der Elbe baden, weil einfach das okay ist inzwischen. Damals hat die DDR diesen Fluss komplett verseucht und jetzt haben wir die Spinner, die Weltuntergangssekte. Was wäre denn, wenn dies Rechte wären, wenn jetzt praktisch irgendwelche Nazis die Straßen blockieren würden? Da möchte ich mal sehen, wie die Polizei agieren würde. Und wir sehen auch, wie apokalyptisch die drauf sind. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Eine 35-jährige Aktivistin ließ sich wegen Klimawandel
sterilisieren. Also das sind schon sektenartige Erscheinungen. Man ist da völlig in dieser Weltuntergangsstimmung gefangen und daraus entsteht meines Erachtens früher oder später auch ein Terrorismus, weil man sagt, ja, die Politik setzt das nicht um, morgen geht die Welt unter, wir müssen die Welt retten, also müssen wir uns über alles hinwegsetzen, Gesetze, Verfassung und so weiter. Und dann sieht man auch, wie die letzte Generation etwa in Berlin Geschäfte der Luxusmarken Rolex, Gucci, Prada, Louis Vuitton und so weiter hier beschmiert haben mit Plakaten, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Also das ist eine Art Antikapitalismus, hier lautet auch die Parole von Fridays for Future System Change. Also man will das System ändern, weil man glaubt, dass wenn sozusagen Demokratie abgeschafft ist und Kapitalismus abgeschafft ist, dann wird alles besser. Das hat Greta Thunberg kürzlich in ihrem Buch auch geschrieben, wo die Versuche zum Beispiel CO2 aus der Luft zu holen, wird abgelehnt, Atomenergie letztendlich abgelehnt, alles abgelehnt, was eigentlich CO2 vermeiden würde. Und die Politik wird immer planwirtschaftlicher. Das haben wir gestern etwa bei Anne Will gesehen, als die SPD-Politikerin Geiwitz praktisch zugegeben hat, dass auf Druck der Wärmepumpenhersteller aus Deutschland man eben jetzt gesagt hat, Anfang 2024 gibt es diesen Einbau mehr oder dieses Verbot von nicht Energie oder erneuerbaren Energieheizungen, die oder zumindest mit 65% mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Also das zeigte, wie die Dinge hier faktisch laufen. Die Leute werden entmündigt, die Leute schreiben mir vor, als Bürger, wie ich zu heizen habe. Auf der anderen Seite die Gebäude des Bundes, bei denen ist all das nicht der Fall. Das ist eine Einschränkung der Freiheit, die dann noch kombiniert wird mit einer Vetternwirtschaft bei den Grünen von unserem lieben Roberto Habeck, der gar keine Ausschreibungen macht, sondern gleich mit Familienmitgliedern die ganze Geschichte besetzt. Da sind viele Leute dabei, die auch persönlich profitieren, die da investiert sind und die dann letztendlich mit ihrer Politik sich noch die Taschen voll machen. Und wer zahlt's? Die Frau an der Supermarktkasse, die eben unter diesen extremen Energiekosten besonders leiden. Das alles müsste nicht sein und zeigt, wie dramatisch die Dinge sich hier entwickeln. Und das wird auf Dauer inflationär sein. Das wird auf Dauer dafür sorgen, dass die Zinsen nicht runtergehen. Und dass die Zinsen so weit oben sind, ist vielleicht sogar ein Segen, dass hier nicht jede Spinnerei finanziert werden kann, weil es dann schmerzhaft ist, weil diese Schulden dann etwas kosten. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse, die Wall Street Tech-Aktien inzwischen extrem teuer. Hier mal eine Auflistung, wie es wirklich ist. Ist das ein attraktives Niveau, um jetzt einzusteigen? Ja oder nein? Und teuer waren auch die Immobilienpreise, aber die fallen jetzt überall. 2023, wie heute die deutschen Pfandbriefbanken gesagt haben. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao.